Einen wunderschönen guten Tacho, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Medieval. Ja, hier haben wir dann den 12. Part und ich möchte euch zum ersten Video der neuen Woche begrüßen. So, ich würde sagen, wir begehen hier gerade die Kristallhöhlen. Und dann gehen wir auch direkt rein, ohne große Umschweife. Ist auf jeden Fall schön bunt. Mal gucken, was uns hier so erwartet. Ja, ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche gestartet. Ich habe so ein kleines bisschen Schnupfen, würde ich sagen. Ist jetzt aber nicht so tragisch. Boah, hat sich aber noch runtergesemmelt. Ich laufe hier besser mal ein bisschen vorsichtig. Gucken wir mal. Na? Okay, ich glaube, hier sind Wurfmesser vielleicht gar nicht so verkehrt. Ah, okay. Boah. Ziemlich hartnäckig und ich bin runtergefallen. Cool. Und ich bin, glaube ich, endgültig tot, würde ich sagen. Ja. Super. Jetzt haben wir hier so ein bisschen noch. Jetzt haben wir hier so ein bisschen die kläglichen Reste der Energie noch. Uiuiui. Und ich bin hier gerade am Verzweifeln, was das angeht. Aber die Viecher benötigen wir, um den Kelch zu füllen. Ja, wir sind Game Over gegangen. Das erste Mal in diesem Let's Play. Ja, gut. Muss ja auch mal sein. Und dann mal gucken, ob wir dann wenigstens mit voller Energie wieder am Speicherpunkt anfangen. Ich mache jetzt keinen Load State. Schauen wir mal. So. Da kehren wir dann mal zum Titelbildschirm zurück. Und das Skelett lacht uns dann aufgrund unseres Scheiterns wieder aus. Okay, hier haben wir dann unseren leeren Speicherstand. Ich hoffe, wir müssen das nicht nochmal machen. Nicht The Lake. Bloß nicht The Lake nochmal. Das war so ein blödes Level. Zum Glück nicht. Okay, dann gehen wir nochmal da rein. Hoffen wir mal wenigstens, dass wir hier so eine Grundenergieaufladung haben. Und dann mal schauen, wie es hier weitergeht. Ja, okay. Ja, hätten wir uns doch eigentlich sparen können. So, dann nehmen wir uns jetzt hier die Axt. Die verdammte. So. Und hier erwartet uns der wundervolle Kelch. 11 Stück haben wir davon schon. Oh, okay, okay, okay. Das bringt nichts. Wir machen doch ein Load State. Und ich werde auch vermehrt von Safe States Gebrauch machen. Meine Güte. Und direkt fangen wir an mit dem Safe State. Aber ich mache das anders. Ich gehe jetzt erstmal, ich würde sagen, ich laufe jetzt erstmal da vorne hin. Aber auch vorsichtig, wie ich das vorhin schon angekündigt habe. Okay, schnell hier rein. Alles klar. Ein Energiefeld finde ich jetzt auf jeden Fall ziemlich cool. Ein Feld, auf dem ich mich aufladen kann. Okay, was haben wir da? Auf jeden Fall haben wir wieder ein Aufnahmeprogramm, das ziemlich gut stockt. Nee, keine Panikaktion hier machen. Okay, hier haben wir dann auf jeden Fall unsere erste Rune. Na komm. Und so füllen wir dann unseren Kelch auf. Ich mache hier einen Safe State. Ja, genau. Und dann gehe ich mal hier lang. Gehen wir dann wieder die geflügelten Dämonen bearbeiten. Also verarbeiten, und zwar zu Hackfleisch. Apropos Hack, heute gibt es ein leckeres Rezept, was ich mir da ausgeguckt habe. Nämlich Hackfleisch und, ja, Hackfleisch und Protein Wraps. Das heißt, wir drücken dann das Hackfleisch auf die Wraps, rollen den Wrap zusammen und dann werden wir den zusammengerollten Wrap
so ein bisschen in der, so längs, nicht längs, sondern an der, so ein bisschen schneiden. Da war kleine Röllchen bekommen. Und die gehen dann 15 Minuten in die Heißluftfritteuse. Ja, so lernt man auch auf meinem Kanal kochen, würde ich sagen. Zwar nicht professionell, aber brauchbar. So. So, den haben wir gekillt. Ah! Mann, der ist so schön nah. Und dann prallt die Scheiße ab. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie das Leckerchen wird. Oh, und die Katze guckt natürlich, weil das verbotene Wort gesagt wurde. So, der nächste, der geplättet wurde. Der nächste geflügelte Dämon. Du darfst gerne zu mir kommen. Ne? Du willst ja was von mir, dann komm auch her. Du willst mich keulen, aber ich keule dich vorher. Na? Okay, da sind noch zwei. Jetzt nur noch einer. Ja, so geht das. So geht das. Okay, wo ist er? Oh, direkt vor meine Nase. Und da ist er weg. So, jetzt mache ich hier wieder einen Safe State. Ist ein bisschen unfair, was das angeht, aber machst du nichts, ne? So, jetzt gehe ich wieder ein bisschen weiter rein in das Höhlensystem. Okay, diesmal scheint zumindest das Füllen des Kelches leichter zu sein. So, jetzt habe ich erstmal hier ein bisschen die Gegend gesäubert mit meiner Explosion. Au, 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 au. Ey, Kollege! Blöde Fledermaus, hau ab! Okay. So ein bisschen Energie wäre jetzt auch geil. Oder zumindest so ein Feld, auf dem ich mich, an dem ich mich aufladen kann. Ja. Ich glaube, wir nehmen den Crossbow dafür. Ja, wo ist er? Okay. Wo ist die scheiß Fledermaus? Hier piepst auf jeden Fall eine Fledermaus. Wo ist diese? Okay, gut. Silberschild. Ich glaube, ich halte mal ein bisschen mein Schild hoch. Diese harmlosen Mistviecher. Ah, Mist! Diese harmlos wirkenden Mistviecher. Eieiei. Ach Mist, schon wieder falsches Menü. Ne, ich nehme lieber die die Armbrust. Okay, ne, da komme ich her. Was will ich denn überhaupt? Da habe ich doch schon alles geplättet. Ja, Kameraführung ist natürlich wieder von Arsch. Ach ne, da war ich ja schon. Da habe ich ja die erste Runde bekommen. So, eins nach dem anderen. Okay. Okay, gut. Bisschen Knete bekommen. Mal gucken, ob ich auch gleich noch einkaufen gehe. Ja, ich will meinen Safe States. Das wird dann wieder hier eskalieren, was Safe States angeht. Oh, ich höre ein Energiefeld. Ich hoffe, hier direkt um die Ecke. Kollege, sollst den abschießen. Den Kollegen sollst du abschießen. Genau. Bitteschön. Alles klar. 4%. Ja. So nah und doch so fern dieses Aufladefeld. Ah, soll ich den vorher abschießen? Ich glaube... Ach, guck mal, da ist er ja. Ich meine, ich treffe den von da aus. Ich habe auch nicht mehr so viel. Okay, ich habe ihn gekillt. Ah, da haben wir ein bisschen Geld. Oh, oi, 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 oi. Kleines Miststück.
Kleiner fieser Giftzwerg da. Da. Oh Gott, eine Wohltat. Eine Wohltat, es ist. Kurz ein kleines Schlückchen trinken, während ich mich auflade. So. Jetzt sieht die Sache doch wieder ein bisschen anders aus. Kelch ist schon wieder halb voll. Energie fällt leer. Safe State wurde gemacht. Diese doofe Kamera, ne? Diese blöde Kamera. Okay. So, ist das jetzt ein Gegner oder ist das wieder Eis oder was? Ja, der ist eingefroren. Okay. Da öffnen wir schon mal die Tür mit der Rune. Okay, hier ist dann ein Gegner. Mit Temperamentprobleme. Okay, gut. So, und hier können wir dann wieder einkaufen, würde ich sagen. Yes. Was haben wir denn hier? Ancient Sword mache ich mal. Aha. Ja. Gut. Speere. Ah, ich würde sagen, hier sind wir jetzt eigentlich ganz gut eingedeckt, was das angeht. So, dann geht's weiter in die Höhle. Und wir behalten den am besten die Armbrust. Gucken wir mal. Ja, Fernkampfwaffen sind ganz wichtig in diesem Gewölbe. So, da ist auch noch was, ne? Irgendwas Eingefrorenes. Okay, Geld. Und wie viel Geld waren das? Oh, hier auch noch was gefunden. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, das sieht nach einer Falle aus. Hopp. Oder auch nicht. Okay, hier kriegen wir dann eine Rune. Alles klar. Okay, hier schnarcht irgendwas. Egal, ich gehe erstmal raus. Dann verwende ich erstmal die Sternenrune, war das, glaube ich. Während ich... Oh, super. Ah, schnell weg. Läufst du bitte, rennst du bitte, Kollege. Bitte rennen. So, und jetzt guckst du mal, wie das ist. Ich möchte meine Gegner am liebsten im Blick behalten. Ja. Okay, der ist platt. Eieieiei. Oh Gott, jetzt habe ich auch noch zwei davon. Am Hals. Okay, das geht wohl schneller vielleicht. Und das geht definitiv schneller. Ja, Pfeil für Pfeil. Und ich sag mal, jetzt werde ich auch ein bisschen meine Axt weiterverwenden. Okay, hier sieht's. Ah! Hier sieht's verdächtig aus. Da sollte ich auf jeden Fall nicht reinfallen und es ist passiert. Ja, gut. Woher soll ich das wissen, dass hier eine Lücke ist, ne? So. Wo ist mein Fledermäuschen? Gut, getroffen. Nein, 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 wir sind da wieder reingefallen. Rüber hier. Zack. So, jetzt habe ich erstmal eine Ruhe. Mein Gott, die werden die Saves jetzt aber heute wieder richtig. Wow. Egal, den verkloppen wir jetzt. Wir müssen ein bisschen Geld an uns. Ich glaube, da sollten wir. Okay, da ist Boden. Das sah jetzt aus wie, was weiß ich, Säure oder was? Etwas, wo wir nicht reinstürzen sollten. Ach du Scheiße, ey. Okay. Aber wir haben gleich den Kelch voll, ne? So muss man das ja auch mal sehen.
Okay. Ist leider ein bisschen Feiglingstaktik, aber ist mir gerade egal. Den behalte ich jetzt aber auch. Prozent, ne? Ich glaube, wenn wir den haben, dann werde ich auf jeden Fall mich runterfallen lassen, dann sowieso. Okay. Ach, gucke da. Da ist doch noch was. 3%. Ja. Ich hätte aber auch liebend gerne noch die restlichen Prozente. Da macht der das Aufnahmeprogramm wieder Stress. Ja, diesmal läuft das eigentlich relativ gut, würde ich sagen. Am Anfang so ein paar Startschwierigkeiten gehabt, aber ist halt nun mal so. Wenn du kaum Energie hast. Okay. Ah, da haben wir den Kelch. Alles klar. So, da setzen wir die Rune ein. Und da kommt dann eine Brücke. Jetzt machen wir einen Safe State und dann gehen wir rüber. Ach, gucke da. Gut. Jetzt machen wir den noch platt. Oder den machen wir noch platt. Meine Güte. Was soll der Geiz? Gut. Und jetzt kommen wir uns erstmal den Kelch holen. Dazu müssen wir ja, wie wir gesehen haben, zum Anfang. Aufnahmequalität ist natürlich sehr zu wünschen übrig. Da ist er. Da haben wir unseren heiß begehrten Kelch. So. Und werden wir wieder von Flugdämonen belästigt? Oder fallen wir einfach wieder weg? Fallen wir einfach wieder seitlich runter? Das und noch viel mehr erfahren wir in der nächsten actiongeladenen Folge von Medieval. Nein, Quatsch. Alter Schwede, Junge. Jetzt geht's aber hier los, wa? Meine Güte. Jetzt aber Schluss hier. Okay, mit dem Kelch im Gepäck laufen wir jetzt nach vorne. Dann schießen wir erstmal. Ah, haben wir hier den. Okay, hier könnte ich jetzt eigentlich das Level verlassen, aber. Hier wartet ja noch irgendwas, ne? Muss er noch irgendwas finden, würde ich sagen. Ich hau einfach mal seitlich die ganzen Wände. Vielleicht gehen die auf. Aber da passiert irgendwie nichts, ne? Nee. Ich gehe mal vorsichtig überall hin. Auf das hier. Nee, da ist nichts. Ja, natürlich kommt jetzt wieder der Teil, der muss ja kommen. Der unlösbare Teil, wo ich mir einen Wolf suche. Freue ich mich drüber. Warte, war ich da? War ich da schon? Nee. Doch, da war ich schon. Da war ich auch schon. Nee, da ist nichts. Doch, da war ich wohl schon. Einfach hin. Aber ich scheine was übersehen zu haben. Da die Kameraführung ja so schön ist. Okay, die Rune liegt hier drin. Ich könnte wieder einkaufen gehen. Wie viel Geld habe ich jetzt noch? Ja. Aber mal so. Passt. Ein bisschen aufstocken hier meinen Munitionsvorrat. Okay, hier einfach mal lang. Oder war ich da auch schon? Ne, da war ich auch schon. Oh, Alter. Alles absuchen, ne? Die Kamera, die ist echt nicht mein Freund in diesem Spiel. Okay, hier geht's dann wieder runter. Das ist natürlich doof. Hm.
Oder gehe ich einfach raus? Weil da ist ja irgendwie, ist ja was mit dem Drachen, ne? War ja was, was mir das Buch erzählt hat. Ich meine, ich habe ja den Kelch, ich könnte jetzt eigentlich erstmal in die Halle der Helden. Mache ich jetzt, glaube ich, auch. Ich muss ja erstmal dann. Warte mal, ich glaube, der Büchlein hat gesagt, genau. Treat softly in these caves. For all intempered. For an ill-tempered dragon has a lair here. Okay. Da ist ein Drache mit einem. Ja, mit einem bescheidenen Temperament. Aha. Aha. Okay. Ich muss hier irgendwas einsetzen. Das steht fest. Genau. Fliege ich runter. Nee, komm. Wir gehen aus dem Level raus. Vielleicht muss ich die woanders einsacken, die begehrten Gegenstände. Aufpassen. Nö. Müsste ich mir vielleicht nochmal irgendwo angucken, wo das vielleicht ist. Okay. War hier schon mal nicht, würde ich sagen. Mal gucken, vielleicht gibt er mir hier einen Tipp. Hab ja noch gar nicht mit dem gequatscht. The ancient town of Mellowmead was destroyed by creatures known as Rhinotors. Mhm. They live on still, but in a state of hibernation, deep within these caverns. They use the crystals to Gut. Ich würde sagen, vielleicht machen wir den Boss auch, Hoppala! Okay, das wusste ich jetzt nicht, dass ich da runterfallen kann. So, und dann gehen wir jetzt raus aus dem Level. Ist mir jetzt egal. Einfach raus hier in die Halle der Helden und uns den nächsten Kelch einlösen. Und dann schauen wir mal, wie das im nächsten Part sein wird. Wie ich dann diesen Drachen aufwecken kann. Gut. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich überhaupt hingehe. Ich glaube zum Ritter, ne? Ne, tatsächlich nicht. Dahin. Alles klar. Oh, Danielle. Ach, Schnuckelchen wieder. I can give you, but I've no idea what it is. Do you fancy a little gamble, like? Ja, komm. Okay, was haben wir da? Einen brennenden Langbogen, okay. Cool. Ein Upgrade für den Bogen. Und der nächste Kelch, der dürfte auch wieder irgendwie entweder für den Ritter sein oder weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie das ist. Jetzt werden wir erstmal hier das die Halle verlassen. Und dann gehen wir weiter in die Levelauswahl, machen da wieder Päuschen. Ist, glaube ich, immer was praktischer. So. Dann würde ich sagen, das werden wir dann für diesen Part auch belassen. Na, guck mal, wieder ein Stück aufgedeckt. Safe. Ist praktisch, das so zu machen. Wo können wir jetzt überhaupt hin? Nein, 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 nein. Da machen wir vielleicht noch ein Gallows Gauntlet. Ich glaube, da oben rechts ist auch schon das letzte Level, aber alle Angaben sind natürlich ohne Gewähr, meine Freunde. So, für diesen Part gut, sehr gut verquatscht. Okay, den Part möchte ich auf jeden Fall für beendet erklären. Und ja, da möchte ich euch auf jeden Fall eine angenehme Restwoche wünschen. Lasst euch auf der Arbeit nicht ärgern. Ja, bleibt gesund, wascht euch die Hände und lasst die Hände über der Bettdecke. Bis zum nächsten Part. Euer Last Exit 1988. Tschüss!